Spitzenspiel in der Kreisliga A Staffel 2 stand auf dem Programm das Spiel des Tabellenführers SV Kirchzarten gegen Spittelfein Gundelfingen-Wildtal. Endstand nach 90 Minuten 2:0 für die Dreisamtäler, haben also Revanche genommen für die 2:0 Hinspielniederlage. Kleine Trainerrunde zu meiner Rechten, Marc Mitterer an alter Wirkungsstätte hier zurück, Trainer Gundelfingen-Wildtal. Und links neben mir Max und Haxia, und jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen Namen ausspreche, Dilan Banami. Fast richtig, ja. So, eine kleine Trainerrunde. Marc, zwei verschiedene Halbzeiten haben wir heute gesehen. Erste Halbzeit Gundelfingen-Wildtal, heute gar nicht auf dem Platz, irgendwie ängstlich gewesen, wie die Schlange, oder das Kaninchen vor der Schlange. Ja, genau so kam es einem vor. Gell? Also für mich auch völlig unerklärlich, wie man in einem Spitzenspiel, wo man wirklich die Weichen stellen kann für die restliche Saison, wie man sich so präsentieren kann in 45 Minuten. Wir waren gar nicht präsent auf dem Platz. Also es war kein einziger, war wirklich da. Wir haben nicht Fußball gespielt. Da war Kirchzarten ja klar besser. Und die Mannschaft richtig eingestellt, Haxun, wie gesagt, Gundelfingen-Wildtal, waren Sie zu schwach in der Halbzeit oder waren Sie zu stark? Ich denke nicht, dass sie zu schwach waren. Ich denke mal, dass wir die ganze Woche die Mannschaft richtig gut eingestellt haben. Vor allem auch vor dem Anpfiff hat mein Trainerkollege Bamani eine riesen Ansprache gehalten, dass jeder von uns Gänsehaut-Feeling hatte. Und so sind auch die Jungs von uns raus wie die Stiere, die haben gekämpft, gefightet, und es war überragend. Sensation, erste Halbzeit. Mhm. Und ja, völlig verdient, 1-0 Führung gegangen zur Halbzeit, meiner Meinung nach. Mhm. Magst du das gesagt, gute Ansprache vor dem Spiel, du hast wahrscheinlich die richtige Worte in der Halbzeit gefunden, oder? Ja, dann war meine vorm Spiel auf jeden Fall mal schlecht, genau. Es ging auch gar nicht darum, ich glaube, jedem Spieler war klar, dass es eine schlechte Halbzeit war. Ich musste da im Prinzip jetzt nicht so viel sagen. Natürlich haben wir ein paar Anweisungen gegeben, was wir jetzt ein bisschen anders machen müssen, aber ich glaube, die Spieler haben das schon selber gewusst. Es war dann gerade in der Zeit einfach mal wichtig, ein bisschen Ruhe reinzukriegen und das einfach nochmal in Ruhe zu besprechen, aber das war dann völlig normal. Und Dylan, was war los in der zweiten Halbzeit? Von euch nicht mehr viel gesehen, noch vereinzelte Konterchancen. Ja, das ist richtig so. Also ich denke, wir kommen raus, dann haben wir nach einer Minute die Torchance von Julian Sutter, die haben wir dann leider verpasst. Und dann kommt halt die Fußballerpsyche zum Tragen, denke ich. Man liegt halt vorne, hat was zu verlieren, der Gegner investiert mehr, kam auch natürlich viel, viel besser ins Spiel. Und so sind wir unter Druck geraten, und ich denke, in der zweiten Halbzeit hatten sie mehr Spielanteile definitiv und waren dem 1-1 ganz nah. Und letztendlich haben wir ein paar Konter liegen lassen. Und dann 10 Minuten vor Schluss das beendet, aber das Spiel war auf jeden Fall auf Messerschneide in der zweiten Halbzeit. Also langsam wird es kühl hier, der winterliche Hintergrund vor Weihnachten. Letzte kurze Fragerunde, bevor wir einen Glühwein uns genehmigen machen. Ich denke mal, dass es hier einen gibt in deiner Heimatstadt, oder? Ja. Ich weiß, ob die gut, sag mal, es sind jetzt zwei Mannschaften vorne, aber es sind noch andere Mannschaften in Frage. Gut, auch Bleibach, schätze ich mal, der FFC 2. Und vielleicht noch Überraschungsmannschaft. Also die Runde ist... kein Selbstläufer für Gundelfingen und Kirchzarten. Für gar niemanden. Man darf Blau-Weiß-Liere nicht vergessen, zumal wir beide Mannschaften, Blau-Weiß-Liere und Gutach, jeweils gegen uns noch spielen müssen. Das heißt, die haben auch dann dort die Chance, wenn sie gegen uns gewinnen, an uns vorbeizuziehen. Und von daher sollten wir die vier Mannschaften nicht außer Acht lassen, also die zwei Mannschaften außer Acht lassen. Und ich denke, das wird sicherlich noch eine spannende Rückrunde, gar keine Frage. Und da muss man einfach konstant bleiben jetzt. Also für uns mehr wie für Kirchzarten logischerweise. Aber es ist auch nur ein Punkt, glaube ich. Ne? Und von daher gilt es für beide Mannschaften, sauber in der Rückrunde zu trainieren und dann konstant die Spiele anzugehen. Und ein kleiner Vorteil, wenn man als Tabelleführer in die Winterpause geht, ist das ein bisschen einfacher? Ein Vorteil ist definitiv, aber einfacher würde ich es nicht sagen. Ich glaube, wir müssen jetzt umso mehr in die Vorbereitung arbeiten, umso mehr trainieren, dass wir die Spitze behalten. Das wird schwer genug, wie der Marc schon gesagt hat. Es sind noch drei Mannschaften ganz eng dabei mit Gutach, Blau-Weiß und eben Gundelfingen. Ich denke mal, FFC ist weg mit 9 Punkten Abstand, ein Spiel mehr. Aber zwischen uns vier wird sich entscheiden, und wir werden Vollgas in Vorbereitung geben und auch wieder mal 2,5 Stunden trainieren, damit wir unser Ziel erreichen. Okay, so, es ist wirklich kalt geworden, das wäre es hier gewesen. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit, Marc. Und Dylan, wir sehen uns ja bei der Halle-Turnier, wo ihr mitspielt, bei Doppelpass, vielleicht der Marc läuft vielleicht wieder mal auf. Und das wäre es hier gewesen aus dem Dreisamtal vom Spitzenspiel Kirchzarten gegen Gundelfingen-Wildtal, nochmals 2:0. Vielen Dank euch für das Interview und gute Zeit euch. Ja.